Warum gibt es in einem Fachgeschäft eigentlich so viele Kletterschuhe? Selbst von ein oder derselben Marke? Das hat alles gute Gründe und nach diesem Video wisst ihr, welche Kletterschuhe ihr für eure Kletterabenteuer wirklich braucht. Zu Beginn des Videos gleich mal eine wichtige Frage an euch. Habt ihr eigentlich schon Kletterschuhe? Und wenn ja, welches Modell habt ihr? Das würde mich sehr interessieren. Außerdem würde mich vielleicht auch interessieren, was ihr mit diesen Schuhen denn so macht. Also Felsklettern, Bouldern oder Hallenklettern. Das könnt ihr mir gerne einfach jetzt mal in die Kommentare schreiben. Heute geht es also um Kletterschuhe. Die brauchen wir eigentlich alle, sobald wir, je nach Können und Geschick, über den dritten oder vierten Grad hinausklettern wollen. Also mit dem steileren Klettern anfangen. Aber was ist der konkrete Vorteil eines Kletterschuhs? Zum einen ist da die Form und der Aufbau der Kletterschuhe. Normale Bergschuhe haben eine dicke Gummisohle, eine dementsprechende Zwischensohle und eine Innensohle. Außerdem nochmal viel Platz vorne und an der Seite, um den Fuß bequem im Schuh liegen zu haben. Und all diese Eigenschaften haben ja auch einen Sinn, sind aber beim Klettern sehr hinderlich. Deshalb hat der Kletterschuh nur eine dünne Gummisohle, keine Zwischensohle und keine Innensohle. Außerdem ist die Passform komplett umgedacht, denn der Kletterschuh braucht keinen Fingerbreit vorne Platz oder sollte maximal komfortabel sein. Ganz im Gegenteil, der Kletterschuh sollte anliegend am Fuß sein, an allen Ecken und Enden. Und damit sind wir auch schon bei den einen der vielen Gründe, aus dem es so viele Kletterschuhe gibt. Viele verschiedene Passformen und Fußformen benötigen eben auch viele verschiedene Modelle, die dementsprechend ideal passen. Denn da gibt es die griechische Fußform, die ägyptische, die römische und viele, viele mehr. So sind von der Form her auch Kletterschuhe an der Spitze vorn angepasst, aber natürlich auch in der Breite des Schuhs. Da gibt es sehr schmale und sehr breite Kletterschuhe, die dementsprechend passen. Das sind also Dinge, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Doch damit ist noch nicht alles gesagt. Schauen wir uns mal die Sohle an. Die ist nämlich im Gegensatz zu den Bergschuhen komplett glatt. Denn beim Klettern setzen wir mit unseren Schuhen auf zwei Ideen. Zum einen wollen wir Reibung. Da hilft uns der glatte Gummi natürlich sehr. Denn dieser sorgt für möglichst viel Auflagefläche und Kontaktfläche auf dem Tritt, den wir verwenden wollen. Die Reibung sorgt dann für das Haften auf dem Tritt, auch wenn dieser vielleicht sehr abschüssig ist. Zum anderen wollen wir aber auch kleine Tritte antreten können. Dafür brauchen wir ebenfalls einen Gummi, der keine Löcher, Stollen oder Einsparungen im Gummi hat. Außerdem sollte er genug Eigenstabilität mitbringen, um die kleinen Tritte verwenden zu können und sich nicht umbiegen. Für den Gummi gibt es zwei relevante Unterscheidungen. Zum einen gibt es Schuhe mit weichem Gummi. Dieser Gummi ist deutlich besser fürs Reibungsklettern geeignet. Zum anderen gibt es harte Gummis, die mehr Eigenstabilität liefern und formstabiler sind. Damit eignen sie sich besser für das Klettern auf kleinen Leisten und Tritten im Allgemeinen. Doch diese Gummimischungen und Gummis auf den Schuhen sind ehrlicherweise nur eine Detailfrage, da für die meisten Anfänger auf dem Planeten eigentlich kein Bedarf für spezifischen Gummi existiert. Die meisten Schwierigkeitsgrade lassen sich nämlich eigentlich mit allen Klettergummis klettern. Und erst im High-End-Bereich werden solche Fragen dann auch wirklich interessanter. Seid ihr also neu im Sport, müsst ihr euch nicht zu lang mit dieser Frage beschäftigen und könnt später nochmal darauf zurückkommen. Interessanter ist natürlich da schon die Form des Schuhs, also nicht die Passform, denn die haben wir ja bereits geklärt, sondern die Form, in die wir unseren Fuß bringen, wenn wir in den Schuh schlüpfen. Da wird nämlich teilweise etwas durch den Schuh vorgegeben. Bildlich gesprochen, es gibt einen ganz offensichtlichen Unterschied zwischen diesem Schuh und diesem Schuh. Reden wir über die drei wichtigsten Begriffe beim Kletterschuhen: Vorspannung, Downturn und Symmetrie. Die Vorspannung beschreibt vor allem, wie sich die Ferse an den Schuh anpassen muss bzw. den Winkel. Viel Vorspannung bedeutet also, dass der Winkel der Fersenbox immer steiler wird. Wenig oder gar keine Vorspannung heißt, dass sie 90 Grad zum Boden verläuft. Eine starke Vorspannung sorgt für sehr viel mehr Druck auf den Zehen, dass sich der Schwerpunkt und der Druck im Schuh nach vorne verlagern. Doch Vorsicht, ein stark vorgespannter Schuh sorgt meist für eine steife Fersenbox. Gut für spezifische Klettertechniken, aber schlecht für den Komfort. Die meisten empfinden vorgespannte Schuhe als unbequem und die Passform muss wirklich sehr exakt getroffen werden, um mit einem stark vorgespannten Schuh auch wirklich eine Freude zu haben. Der Downturn wird im allgemeinen Sprech häufig mit der Vorspannung vermischt oder verwechselt. Jedoch beschreibt der Downturn genau das, was er heißt, wie sehr der Schuh sich nach unten biegt, wenn er in seiner natürlichen Form da liegt. Downturn bezieht sich also auf den Winkel des Vorfußes zur Ferse.
0 Grad Downturn heißt im Prinzip, dass es sich um einen flachen Schuh handelt. Der Downturn hat einen großen Vorteil im überhängenden Gelände. Da kann man sich nämlich leichter und mit weniger Kraftaufwand in und an Tritte krallen, die mit einem flachen Schuh schwerer zu drücken werden. Der Downturn hat in der Regel aber keinen so starken Effekt auf das Empfinden im Schuh. Bei einem sehr weichen Schuh biegt sich der Downturn am Boden stehend nämlich einfach von selber ein wenig raus. Bei steifen Schuhen mit Downturn fällt das Gehen aber oftmals schon deutlich schwerer. Die Asymmetrie bezieht sich auf die Längsachse des Schuhs. Schaut man sich diese beiden Schuhe von unten an, stellt man in der Achse klare Unterschiede fest. Der eine Schuh belässt den Fuß in seiner natürlichen Form. Der andere Schuh zwingt den Fuß zu einer Innenseitenlage. Das hat den Vorteil, dass damit leichter mehr Druck auf extrem kleinen Tritten aufgebaut werden kann. Symmetrische Schuhe verteilen die Last gleichmäßiger und somit braucht es mehr Fußmuskulatur, um punktuelle Druckverteilungen zu verändern. Jetzt muss man zur Vorspannung, Downturn und Asymmetrie aber etwas wissen. All das braucht ein Einsteiger in den Sport nicht. All diese Dinge haben Vorteile, das ist absolut unbestritten. Jedoch sind die Vorteile erst mit viel Erfahrung im Klettersport auch wirklich nützlich. Bis das nicht gegeben ist, sind diese Schuhe im Prinzip nur übermäßig teuer und übermäßig unbequem. Ab wann man sie braucht, darüber lässt sich im Prinzip nur streiten. Und das Folgende wird nicht als Erklärung, sondern ganz klar als meine Meinung deklariert. Schuhe mit Vorspannung, Downturn und Asymmetrie sind meiner Meinung nach bis in den 8. Grad nach UIAA eigentlich komplett unnötig. Es soll nicht heißen, dass es nicht Achter gibt, in denen diese Schuhe keinen Vorteil bringen würden. Es soll nur heißen, dass diese Routen auch ohne diese Zusatzfeatures möglich sind und mit ausreichend Technik, Kraft und Erfahrung in schlichteren und bequemeren Schuhen zu meistern sind. Und damit kommen wir zu der Frage, wonach man denn die ersten Kletterschuhe kaufen sollte. Zum einen sollte man sich von den eben besprochenen Fachbegriffen eher mal verabschieden. Meine Philosophie ist, lerne mit einfachen Schuhen das Klettern und werde genau deshalb ein besserer Kletterer. Denn diese ganzen Formoptimierungen, die führen nur zu einer Sache. Schwache Fußmuskulatur. Man kann schon den gleichen Druck auf die große Zehe bringen wie in einem Performance-Schuh, man braucht aber eben mehr Kraft in den Waden. Und die kann ja im Prinzip auch niemandem schaden. Einsteigerschuhe haben also keine Vorspannung, keinen Downturn und keine Asymmetrie. Trotzdem sollte die Passform so sein, dass der Schuh keine oder nur wenig Luft zum Fuß hat. Vorne sollten die Zehen definitiv am Gummi anstehen und nicht mehr komplett entspannt ausgestreckt werden können. Der Schuh soll also ganz einfach eng sein. Eng, eng, eng. Was aber nicht heißt schmerzhaft, unangenehm, drückend oder sonst was, einfach nur eng. Das ist natürlich unkomfortabel, aber um die Sinnhaftigkeit der engen Schuhe darzustellen, reicht eigentlich ein Selbstexperiment. Einfach mal einen Schuh 4-5 Nummern zu groß in der Kletterhalle leihen und dann mit dem eigenen passenden Schuh vergleichen. Die Präzision und die Möglichkeit, Tritte zu nutzen, erhöht sich enorm, wenn der Schuh enger und anliegender wird. Trotzdem heißt eng nicht unbedingt ungemütlich. Das hier ist zum Beispiel ein klassischer Felskletterschuh, der La Sportiva Mythos. Der ist eng, aber sehr weich, hat keine Vorspannung, keinen Downturn, keine Asymmetrie. In dem kann ich problemlos 6 Stunden stehen, ohne ihn auszuziehen. Trotzdem lässt er mich Klettertouren bis zum 7. Grad in jedem Fels ohne Einschränkungen klettern. Und genau darum geht's für die meisten von euch ja auch. Deshalb ist dieses Video erstmal eine Erklärung für Einsteiger und Kletterer in den durchschnittlichen Schwierigkeitsgraden. Und für alle jene von euch möchte ich eben folgende wichtige Key Facts jetzt nochmal zusammenfassen, damit ihr eine gute Grundlage für euren nächsten Schuhkauf habt. Erstens, kein Downturn. Jeder Überhang in den niedrigeren Schwierigkeitsgraden bis 8 oder 9 ist ohne Downturn ebenfalls irgendwie zu schaffen. Zweitens, keine Vorspannung. Das schädigt eure Ferse nur nachhaltig. Glaubt ihr nicht? Dann zeige ich euch gern irgendwann mal meine Ferse. Die lehrt euch das Fürchten. Drittens, keine Asymmetrie. Wer zu Beginn noch unpräzise steigt, profitiert nie von der Asymmetrie, womit sie als Feature eigentlich komplett hinfällig ist. Viertens, der Schuh sollte eng sein, so dass die Zehen nicht komplett ausgestreckt werden können und an den Seiten und an der Ferse nicht zu viel Luft entsteht. Im Idealfall ist er also so bequem wie eine harte, unbequeme Socke. Fünftens, die richtige Form ergibt sich aus eurer Fußform. Breite Füße brauchen breite Schuhe, römische Zehen brauchen römisch geformte Zehenboxen und so weiter. Hier sollte man eben viel probieren und dann den am besten passenden Schuh nehmen. Sechstens, überlegt euch gut, ob ihr Klettverschlussschuhe oder Schnürschuhe haben wollt. Schnürschuhe lassen sich exakter und präziser an den Fuß anpassen, Klettschuhe sind schneller auf und zu, was vor allem beim Hallenklettern und beim Bouldern etwas praktikabler ist.
Das war jetzt Teil 1 und eine erste grobe Beratung und Orientierung zum Thema Kletterschuhe. Leider ist dieses Thema riesig und auch kompliziert. Außerdem ist es leider in den letzten Jahren zu einer Religion geworden. Trotzdem bleibt ein Schlusswort meinerseits: ein exzellenter Kletterer braucht keinen Performance-Schuh. Aber ein Performance-Schuh braucht definitiv einen exzellenten Kletterer. Habe ich euch schon gefragt, welche Kletterschuhe ihr eigentlich habt? Ja? Schon in die Kommentare geschrieben? Nein? Okay, dann hopp hopp. Ich will wissen, in was für einem Schuh hier in der Community die Rekorde gebrochen werden. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!